Hallo, wir sind das Team Werner Schulze Erdels Erben und ich bin der Chris und wir gewinnen heute mit List. Ich bin der Toni und ich bin der Fußballgott. Hallo, wir sind das Team Kurpfalz, ich bin der Lars und wir geben jetzt Vollgas. Ich bin der Tobi Sippel und wir ziehen euch heute an den Nippel. Willkommen zum Fohlenduell. Wir spielen heute mit dem Team Kurpfalz und wir spielen mit dem Team Werner Schulze Erdels Erben um 6 Punkte und die kann man in 3 Runden gewinnen. Wir haben 100 Borussia-Fans gefragt, wer den härtesten Schuss hat oder was auch immer und ich frage unsere Mitspieler, wer die Top-Antwort gegeben hat. Los geht's, wir fangen an. Chris gegen Tobi. Erste Frage, es geht um einen Punkt in Runde 1. Wir haben 100 Borussia-Fans gefragt. Wer ist der größte Spaßvogel in der Mannschaft? Oskar Wendt. Oskar Wendt sagten auch? Keiner. Scheiße. So, das heißt, du kannst für euer Team... Patrick Herrmann. Patrick Herrmann sagten auch 11 Menschen. Damit dürft ihr spielen. Wir suchen noch 2 weitere Antworten der Top 3. Jonas Hoffmann. Ah, leider nicht. Das heißt, ihr könnt euch schon mal beraten, wer eventuell dabei sein kann. Und wenn jetzt das Team Werner Schulze Erdels Erben nochmal falsch liegt, dann kann das Team Kurpfalz die Punkte stehlen. Ich überlege gerade, wer noch witzig ist, außer mir. Tick, tack, tick. Christoph Kramer. Sagten auch 8 Menschen, ist aber immer noch nicht die Top-Antwort. Sagten ja voll, wer ist denn durchs Raster gegangen? Tobias Sippel. Tobias Sippel sagten auch... Schade, damit könnt ihr jetzt die Punkte klauen. Habt ihr euch beraten? Ja. Okay. Ibo. Ibo Traoré sagten auch... 55 Menschen, das ist die Top-Antwort! Und damit geht der erste Punkt an das Team Kupfer. Runde 2, Lars gegen Toni am Buzzer. Servus, grüß Gott. Los geht's! Wir haben 100 Borussia-Fans gefragt. Wer hat im Borussia-Team die besten Tricks auf Lager? Ibo Traoré. Ibo Traoré sagten auch. 20 Leute, ist aber noch nicht die Top-Antwort. Das heißt, du kannst jetzt nachlegen, wenn du die Top-Antwort hast, spielt ihr. Raphael sagten auch. Der ist gut. 44 Menschen, Top-Antwort. Team Kurpfalz spielt um 2 Punkte, denn um die geht es in Runde 2. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja, der ist gut. Ja. Michael Cousins? Ja. Sagten auch. 15 Menschen und damit haben wir die Top 3. Auch diese 2 Punkte gehen an das Team Kurpfalz. Wir spielen die 3. Runde. Ihr könnt jetzt um 3 Punkte spielen und immer noch ausgleichen. Tobi Sippel gegen Christoph Kramer. Kannst du. Die Frage ist, wer meckert am meisten mit dem Schiedsrichter? Ginter. Leider nicht. Zakaria. Zakaria sagten auch. Der hat so viele gelbe Karten. Er meckert doch gar nicht. 10 Menschen und damit spielt ihr, ist unter den Top 3 Antworten. Und bevor wir jetzt in die letzte Runde gehen, gibt es noch eine kleine Unterbrechung. Ravenol, the lifeblood of your car. Wir sind zurück beim Fohlenduell. Es ist das Halbfinale und das Team Kurpfalz führt mit 3 Punkten. Aber Team Werner Schulze Erdels Erben kann ausgleichen. Es geht um 3 Punkte. Wir haben gefragt, wer meckert am häufigsten mit dem Schiedsrichter? Ihr dürft spielen, ihr habt Zakaria gesagt, 2 fehlen noch. Christoph Kramer. Christoph Kramer sagten auch 26 Menschen ist dabei. Jetzt fehlt noch die Top-Antwort. Top-Antwort ist klar. Lars Stindl. Das kann gar nicht sein. Sagten 44 Menschen, das ist die Top-Antwort und damit gleich das Team Werner Schulze Erdels Erben aus. Oh, das muss man nicht. Ja. Jetzt geht's um die Wurst. Es ist das Stechen, wer dieses gewinnt. Zieht ein ins Finale. Los geht's, Toni und Lars. Wir haben 100 Borussia-Fans gefragt.
Wer ist der beste Kopfballspieler? Lars Hanfer unten. Matthias Ginter. Sagten auch 55 Menschen, Top-Antwort. Ihr spielt um diesen Punkt. Ja, du hast noch nicht ganz gewonnen. Ihr müsst es schon noch weitermachen. Wir brauchen die drei Top-Antworten. Alessan. Sagten auch 14 Menschen und das ist der zweite, den ihr richtig habt. Vorne haben wir sonst keinen großen mehr, muss hinten einer sein. Nico. Und das ist richtig, es ist die dritte Top-Antwort und damit gewinnt das Team Kurpfalz und zieht ein ins Finale hier beim Turnduell. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt und schaltet ihr auch wieder ein beim zweiten Halbfinale. Bis bald.